Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, habe ich noch mehr Lust, weiterzuspielen. Weil wir kommen natürlich auch irgendwann dem Ende des Spiels etwas näher. Ich würde mal sagen, wir haben vielleicht so... Ja, auf jeden Fall über die Hälfte, würde ich sagen, gemacht. Wenn wir das denn hier... Jetzt komme ich hier nicht mehr rein, oder was? Hä, bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Wenn wir das denn hier auch noch schaffen, mit dem Gefallen und dem Bazar und so weiter, also die Gefallen haben wir schon gemacht, dann denke ich mir mal, haben wir so zwei Drittel vielleicht gemacht, ich weiß es nicht. So, das ist... Was ist denn das hier? Ruf zu den Waffen. Brüder, wir werden nicht länger das Joch eines falschen Kalifen erdulden. Abu Dala ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Wollt ihr Hunde sein, die nur bellen, statt zu beißen? Die Zeit ist gekommen, den Thronräuber zu stürzen und Al-Mutawakkils Sohn zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. So. Ich muss jetzt mal eben, es tut mir wirklich leid, aber es ist wirklich eiskalt mittlerweile geworden. Ich muss mir mal eben was überwerfen. So, wir sollen auf dem Bazar nach dem Richter schauen. Aber die Frage ist, den können wir nicht nehmen. Bezahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Sie kann doch nichts dafür. Ich selbst komme durch diese neue Standsteuer kaum noch über die Runden. Das Geschäft ist nie einfach. Mhm. Okay. Kann ich mit denen reden? Okay, mit denen kann ich nicht reden. Die Frage ist jetzt nur, was soll ich jetzt genau machen? Gehe den Drohungen nach. Ja, aber wie soll ich den Drohungen nachgehen? Ich kann die Wachen töten, ja, aber... hier sehe ich jetzt auch nichts, was man irgendwie lesen kann oder so. Hä? Wieso sind die scharf auf mich? Was ist das denn? Hä? Ich habe kein Kopfgeld und nichts. Wieso wollen die Wachen mich jetzt haben? Oder gehört das jetzt dazu? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es verwirrt mich. Ich will halt jetzt nur kein Kopfgeld erhalten. Das verwirrt mich jetzt gerade wirklich total. Gesundheit ist voll. Ich habe hier auch nichts, wo ich jetzt irgendwie mit reden kann oder so, ne? Oder ich muss das tatsächlich machen, dass ich mich jetzt da auf das Spielchen mit den Wachen einlasse. Aber warum sollten die mich angreifen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist jetzt nur, dass der mich jetzt hier hingebracht hat. Wenn ich jetzt hier meditiere, füllt sich eigentlich mein Konzentrationsbalken dadurch auf? Das wollte ich immer mal ausprobieren. Nee, anscheinend nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, aber wieso? Hm. Oder haben die jetzt ein Auge auf mich geworfen, weil ich eben bei den Leuten gestanden habe? Das kann natürlich auch sein. Kaputt. Völlig zerschlagen. Diese Wachen kennen keine Gnade. Das ist gar nichts.
Weißt du, was die Dufthändlerin alles erdulden muss? Mhm. Die Dufthändlerin, wo finde ich denn die Dufthändlerin? Ich würde ja gerne noch... Ja, ich weiß, dass ich meine Hilfsmittel verbessern kann. Da sind auch wieder Wachen. Da steht aber auch einer. Beziehungsweise Rock da. Von unserer verschwendet. Jetzt hör auf zu jammern. Wie wär's, wenn wir stattdessen spazieren gehen? An einen ganz anderen Ort. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Okay. Das dauert zu lange. Ich hab noch was anderes vor. Und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Rette die Dufthändlerin. Ich kann aber leider nicht, Zwei kriege ich so hin. Ich kann aber erstmal versuchen, mit ihm zu reden, oder? Ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Hier! Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch. Befolgt meine Befehle. Los! Ein Entschuldigungsbrief. Ich brauche bitte nur ein paar Tage. Ich werde das Geld bekommen und meine Schulden bezahlen. Der Duft, den ich auf Lager habe, ist wichtig und darf nicht angerührt werden. Ich flehe um Verständnis. Der kürzliche Steueranstieg hat, der bricht dann da ab. So, befreien. Hab Dank, Said. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdad Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Ja, ziemlich genau das Gleiche wollte ich jetzt auch gerade sagen. Die Straße südlich von Bagdad, beziehungsweise die Straße im Süden, wollte ich sagen. Das war, glaube ich, noch die Markierung von davor. Jetzt ist die Frage, südliche Wildnis, meinen die das bei mir jetzt in der Nähe oder meinen die das hier hinten? Beim Wasserloch, hat er gesagt. Ach so, Moment. Gucke mal, steht sogar drin. Ja, wunderbar. Dann werde ich mich jetzt mal dahin aufmachen. Oh Gott, 1000 Meter. Es dauert noch eine ganze Weile und dann sehen wir uns gleich wieder. Geh auf Erkundungsflug. Ja, irgendwo hier sollten die jetzt eigentlich sein. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Okay. Ein weiterer Hinweis, beziehungsweise... Oh, war der süß. Und oh, hätte der mir wahrscheinlich was angetan. Es war ja eine Wildkatze. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. So, mal schauen. Unter Umständen muss ich schnell weg. Nee, das sind nur Händler. Ich dachte schon, das wäre eine Wache, das eine. Halt! Wer ist... Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Was für ein Pferdekopf? Und eine Blutspur.
Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Oh. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! Eine scharfe Klinge. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh, Ruhe in Frieden, Kichererbse. Sorry, aber Kichererbse für ein Pferd. Das ist gut. Moment, da hinten ist noch einer, mit dem ich anscheinend reden kann. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Ist hier noch jemand? Achso, da kann ich nur was klauen. Oh, du dummer Esel, geh mir doch mal aus dem Weg. Ja, untersuche den Rastplatz. Aber was soll ich hier untersuchen? Hier gibt es doch sonst nichts mehr. Oder gibt es hier hinten noch was? Weil das sieht so aus, als ob da noch was zum Lesen ist. Hier vorne. Anweisung der Wachen. An die Wache. Geld eintreiben von Ankers. Ich glaube, ich weiß, was Düfte. Passiert ist. Hallo? Darf ich das auch mal lesen? No. Nö. Offenbar darf ich es nicht lesen. Toll. Dankeschön. So, mit ihm sprechen. Wo ist er denn? Ach, da oben. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Dinger explodieren, das wisst ihr, Leute. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Ja, weicht bloß nicht aus. Da kommst du nicht durch, du Narr. Vielleicht können wir es aber anders machen. Freies Aas! Feigling, bleib stehen und kämpfe! Da! Schwächling! Okay, wir können es nicht anders machen. Der ist wieder zu blöd dazu. Oh, ich kann aber nicht... Na komm. Stell dich, du Ziegenpflüger. Spaß ist vorbei. Komm. Es gibt kein Entkommen.
Dein Ernst, dass der jetzt nicht hier rüberkommt? Mal hiervon! Feigling, bleib stehen und kämpfe! Mein Horn! Jämmerlicher Wurm, triff dein Schicksal! Ja, so geht's auch. Wenn er schon zu doof ist, hier rüber zu kommen, ich weiß nicht, was das sollte. Der liegt die ganze Zeit auf dem Boden, weißt du, und ist hier am Winken und jetzt, oh, ich gehe mal einfach weiter. Hinrichtungsschreiben. Der Händler muss gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin und meiner Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest. Sie sind ohne Belang. Ja, Moment, Moment. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden. Findet sie, bevor sie ankommen, und erstattet Bericht. Ein Preisgeld erwartet jene, die erfolgreich zurückkehren. Al-Anqa. Die Wachen unterstehen jemandem namens Al-Anqa. Das bestätigt meinen Verdacht. Da so. Hallo, bleib doch mal stehen. Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Ja, die Falle war auch wenig überraschend. Und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Wir werden sie jetzt aber doof gucken, ne? Wenn wir jetzt bei den Wachen vorbei reiten. Das ist übrigens die DLC-Quest, also diese Zusatzquest da hinten. Nun seid ihr sicher. Die Kinder, du bist wundervoll. Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen, auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens Al-Anqa. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber Al-Anqa nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anqa nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhai lebt in einem Anwesen westlich von Al-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Ja, damit haben wir jetzt wieder einen entdeckt, den wir umbringen müssen. Aber was ich mal erwähnen musste, ich habe so viele Pferde mittlerweile in Assassin's Creed gesehen. Und irgendwie sind diese Pferde immer hässlich. Wobei, die sind ein bisschen besser als die, die vorher da waren. Muss ich dazu sagen. Wie weit ist das denn jetzt? 100 oder 300? Das ist übrigens ein ganz toller Ort hier, weil... Wieso läuft da jetzt wieder nicht? Ah, hier geht's jetzt nicht. Ein Stückchen weiter hinten. Da bin ich nämlich immer zwischen einen schlechten Bereich und einen guten Bereich immer wieder abwechselnd durchgekommen. Das war total doof. Ich werde mich mal... Das geht mir auf die Nerven. Wieso kann man das nicht irgendwie kennzeichnen auf dem Boden, damit man da nicht reinrennt oder so? Ja, ich werde mich mal aufmachen zum Zielort und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ja, und ich schätze, ich weiß, was das für ein Anwesen ist. Und ich dachte mir schon, dass ich hier jetzt auch nicht wirklich weiterkomme. Was siehst du, Sadie? Ja, es war so klar. Es war so klar. Das heißt, ich muss mir dann erstmal wieder den Weg hier durchbahnen. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Dann würde ich tatsächlich sagen, da das sicher eine ganze Weile dauern wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann den Steuereintreiber, hoffentlich den Tod des Steuereintreibers, in der nächsten Folge sehen werden. Weil ich muss erstmal gucken, wie ich da reinkomme und dass ich den Typen auf jeden Fall als erstes platt mache, der meinen Adler ständig angreift und so weiter. Und das dauert halt alles ein bisschen länger.
Und dann ist halt diese Folge ausnahmsweise mal etwas kürzer. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.